Badisch Kurpfälzisches Derby in der zweiten Basketball-Bundesliga Pro A. Und das war beim USC Heidelberg gerade die Nummer 1, die da geworfen hat. Hodges. Dwayne Richardson bei den Karlsruhern. Von Anfang an eine ganz ausgeglichene Partie in diesem Derby. Burleson, die Nummer 2, einer der gezielten Aufbauer bei den USC-Jungs, die ja behutsam ihr Spiel aufziehen. Thorsten Daume hat hier einiges bewirkt. Schade für den USC, gleich im ersten Viertel musste Hodges raus. Man wusste nicht zu dem Zeitpunkt, kommt er wieder zurück. Aber Burleson und vor allem Tierneisel und Sebastian Dietz übernahmen hier mit Verantwortung. Und die Nummer 44, die sollten sich die 850 Fans in Heidelberg an diesem Nachmittag besonders merken. Eric Vierneisel, der traf immer wieder. Der hatte die Dreier-Serie und brachte damit die Heidelberger richtig gut ins Spiel. Aber nicht nur er. Das ganze Team war gut eingestellt und man hatte sich einiges vorgenommen gegen den vermeintlichen Favoriten, der in den ersten Minuten gar nicht so richtig mithalten konnte. Auf der anderen Seite Ruven Rössler, der Mannschaftskapitän der Karlsruher. Er allein kann ein Spiel entscheiden. War aber in den ersten beiden Vierteln noch nicht gut beieinander. Dafür, wie gesagt, auf der anderen Seite Sebastian Dietz machte das Spiel. Ganz selten mal in diesem ersten Viertel Fehlpässe bei den Heidelbergern. Greg Baker war das, der da einen Dreier gepunktet hat. Und während Hodges draußen war, jetzt ist er wieder zurück im Spiel, war es so, dass letztendlich Burleson einen wichtigen Part übernahm. Und auch die junge Garde reihte sich ein. Danilo Bartel war mit im Spiel. Der will ja vor allem Spielzeit bekommen, will sich empfehlen bei Thorsten Daume. Das war dann auf der anderen Seite einer der sehenswerten Passagen bei den Karlsruhern von Ruven Rössler auf Greg Baker. Und da sieht man, auch wenn er nicht hundertprozentig fit ist, wie wichtig Hodges für den USC Heidelberg ist. Aber auch Sebastian Adeberg mit der Nummer 21 machte eine richtig gute Partie. Und da ist er wieder, die Nummer 44. Immer wenn der dran war, dann roch es nach einem Dreier. Sebastian Adeberg hier mit einem Versuch. Auf der anderen Seite nun Ruven Rössler. Schön gepasst. Und die zwei Punkte für Karlsruhe. Ausgeglichen die Partie insgesamt. Gesagt, getan. Vierneisel wiederum drei Punkte. 42-39. Der Zwischenstand zur Pause nach zwei Vierteln. Heidelberg sehr, sehr gut im Geschäft. Und nun kam es darauf an, ob sie durchhalten würden. Zunächst sah es noch richtig gut aus, aber Ruven Rössler hatte sich viel vorgenommen. Jeremy Black war das. Und trieb seine Mannschaft nach vorne. Aber auf der anderen Seite immer wieder das gute Zusammenspiel hier auch zwischen Adeberg und Vierneisel. Greg Baker, Punktelieferant bei den Karlsruhern. Aber Hodges mühte sich trotz Verletzung, brachte seine Jungs mit ins Spiel. Und der freut sich richtig, Sebastian Adeberg, dass ihm gerade im Derby einiges gelang. Dann aber eine Phase, in der vor allem Ruven Rössler immer wieder frei zum Schuss kam, aus seiner Lieblingsposition heraus, machte mehrere Ferndistanzwürfe. Und die Heidelberger hielten zwar noch mit, aber insgesamt die Karlsruher dann doch zu stark. Eine Schwächeperiode, über die sich Thorsten Daume am Ende auch wirklich geärgert hat. Auch wenn man hier nochmal von Hodges einen sehenswerten Dreier sieht. Und die BG in Front Richtung Ende des Spiels. Tobi Stoll mit der Nummer 31 bei den Karlsruhern. Und immer wieder Hodges, Adeberg, Vierneisel.
Burleson, das sind die Leistungsträger, die es probierten nochmal. Auch Oliver Komarek mit von der Partie jetzt in diesen Minuten. Ja, sie gaben nicht auf, sie wollten vielleicht erstmals eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel schlagen und da fällt der Halbsanker hin, aber ein tolles Ding hat er da reingemacht, Danilo Bartel. Aber wie gesagt, die Antwort der Karlsruher kam prompt. Es gab noch ein paar Freiwürfe für die Heidelberger, aber am Ende gab es an der Niederlage 89-100-1 dann doch nichts zu deuteln. Und hier sind die Reaktionen zum Spiel bei Sport in Baden TV. Thank you.